Wir begrüßen jetzt eine Putzfrau, die uns zeigt, wo der Bartel den Most holt. Hier ist unsere Staubsaugerpilotin und Wischmob-Führerin Frau Elfriede Scheufele. Stopp! Fräulein Scheufele! Fräulein Scheufele, so viel Zeit muss sein. Sie sollten sich's mal merken oder was dagegen machen. Ich bin halt nur wegen Ihnen da. Scheufele Elfried, mein Name. Fachkraft für Energie und Lebensfreude. Ich bin Frauenbeauftragte für Kochen, Putzen und Migräne. Ich bin vielseitig desinteressiert und mein Lieblingstier ist das halbe Hähnchen. Passet Sie auf, wenn ich die Achsel hebe, ist alles spät. Was ist los? Haben Sie schlechte Laune? Nein. Dann nehmen Sie meine. Mir geht's halt nicht gut. Es war bis gestern gar nicht sicher, ob ich hier sein konnte. Mir ging es nicht gut. Und ja, diese falsche Heuchelei. Ich war malat. Und dann ruft der Herr Gutwein an. Es ist ein wunderbarer Mensch. Er küsst wie ein Weltmeister. Der kommt mit der Zunge bis runter zum Zäpfle. Ich bin begeistert. Wenn Sie den treffen, das ist eine hormonelle Rundumversorgung. Das ist super. Dann ruft er mich an und sagt, Elfried, mir seht uns in Donsdorf. Ich hab gesagt, ich muss absagen. Ich lieg seit gestern mit Gastritis im Bett. Sagt er, schmeiß den Griechen raus und komm, wir brauchen dich. Es war falsch. Du hast mich falsch verstanden. Oh ja. Ich hab dann gedacht, Elfried, mit ein bisschen gutem Wille wird's gegangen. Du musst halt das Fieber bekämpfen, musst ein bisschen vorglühen. Und dann dachte, bevor es hier losgeht, gehe ich noch in die Kneipe ums Eck und schlotz zwei Viertel. Dann war ich in der Kneipe und wollte zwei Viertel schlotzen. Dann hatte die Happy Hour, musste ich vier saufen. Jetzt hab ich auch in dem Tee. Sie werden es nicht merken. Ich habe Disziplin im Ranz, ich kann es verdrängen. Ich habe Disziplin gelernt. Ich komme aus einer Generation, wo man nur Zuverlässigkeit gelernt hat. Und Gedichte haben wir gelernt. Gedichte, wo heute kaum noch jemand kennt, so der Erlkönig. Das kennt doch kaum noch jemand. Oder dieses, wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist die Mutter mit ihrem Kind. Sie reitet nach Hamm, das liegt in Westfalen. Sie sucht ihren Alten, der muss noch zahlen. Das ist die Urfassung. Das haben wir noch gelernt. Jawohl. Unsere Generation hat es noch gelernt. Die nächste Generation kriegt das gar nicht mehr vermittelt. Und was kommt raus? Die nächste Generation ist strunzstrudelblöd. So sieht's aus. Das sage ich auch nach daheim in die Empfangsgeräte. Die nächste Generation ist strunzstrudelblöd. Da muss man was dagegen machen. Aber wirklich, jemand aus der nächsten Generation kam mal auf mich zu und hat gesagt, Sie sagen immer, wir seien so strunzstrudelblöd. Meinen Sie das echt? Habe ich gesagt, ja. Sagte, woran machen Sie das fest? Habe ich gesagt, press dein Ohr auf eine heiße Herdplatte, dann kannst du riechen, wie blöd du bist. Ist doch wahr. Ich sag's Ihnen. Und jetzt hören Sie zu. Ja. Das hat er dann auch gemacht. Sie tun wenigstens noch das, was man Ihnen sagt. Ich meine, es hat sich doch vieles geändert. Früher. Es greift der zum Alkohol. Die alte sauf ich mir schon. Pass auf, berühren, der Ware verpflichtet zum Kauf. Ich sag's. Sie dürfen Alkohol trinken. Mein Programm ist für ein breites Publikum angelegt. Das ist so okay. Ich meine, früher war es doch anders. Früher waren dick und doof noch zwei Personen, die waren auf der Mattscheibe. Heute ist meist eine und die sitzt davor. Und das Schlimme, man wird es auch mal sagen dürfen. Und das Schlimme ist, an die kriegst du gar nichts mehr vermittelt. Auch Rechtschreibung. Heute schreibt man nach Gehör.
Also mir hat er ja noch so Merksprüche, so, wer nämlich mit H schreibt, ist dämlich. Heute schreibt man Schifffahrt mit so viel F, wie man Zeit hat. Das ist doch so, es ist schlimm. Es ist so schlimm. Ich sag's Ihnen. Jawohl, ich hab. Viele Jugendliche denken halt, Google-Hupf schreibt man mit Doppel-O, aber das ist ein Fehler. Das ist, also, ich bin ja mal zu so einem von der nächsten Generation rüber, zur Generation rüber und hab gesagt, also von Goethe hast du auch noch nichts gehört, sagt er, doch, fuck you, kommt gerade im Kino. Ich war dann fertig. Ich hab gesagt, weißt du, was mir nicht passt, hat er gesagt, Größe 36, dann war ich still. Das fand ich nicht in Ordnung. Das Viech hat andeutet, ich sei kompakt. Ich bin nicht kompakt, ich habe bloß Pech beim Verdauen. Es ist. Ja, wisst ihr, woher das kommt? Weil das Essen immer schlechter wird. Es ist lauter Zeugs drin, was man nicht braucht. Man muss aufpassen. Passet sie auf, wenn sie was essen. Es gibt gute Fette und es gibt schlechte Fette. Und ich bin eine gute Fette. Ich wollte Ihnen bloß gesagt haben. Ich bin. Jawohl! Ich. Ich bin eine ungesättigte Fette. Eine mehrfach ungesättigte Fette. Böse Zunge sagt, ich sei eine Transfette, aber da höre ich gar nicht hin. Es ist böse. Ich habe schon probiert, was dagegen zu machen. Über Weihnachten war ich in so einer Abspeckgruppe. Jetzt habe ich keinen Winterspeck mehr. Jetzt habe ich Frühlingsrolle. Ich sag's Ihnen, nächste Woche fange ich was Neues an. Das ist neu auf dem Markt. Ich bin in einer Testgruppe, das gibt's noch gar nicht. Das nennt sich Döner-Diät. Da dreh ich dich so schnell im Kreis, bis Fleisch abfällt. Ich hab das. Ah, das ist doch. Ich mach das nicht freiwillig. Ich mach das nicht. Ich komme mit mir zurecht. Ich sag mir immer, von der Veranlagung her bin ich schlank, aber ich lebe es halt nicht aus. Dieses. Ja, meine Busenfreundin Elvira hat mich draufgebracht. Dieses blöde Stück, wissen Sie, was sie mir zu Weihnachten geschenkt hat? Ein Hula-Hoop-Räufer. Er passt. Das war für mich eine Demütigung. Das macht die mit Absicht. Elvira, wenn du mich jetzt draußen siehst, du bist schuld. Das ist so ein magersichtiger Stecker. Die trägt Konfektionsgröße 34 Doppel 0 nix S. Die ist so mager, wenn ich die treffe, weiß ich nie, gebe ihr die Hand oder ein Stückle Brot. Die ist so. Aber ich muss ja sagen, es hat ein bisschen was bei mir bewirkt. Ich bin in mich gegangen. Es war ein weiter Weg. Und ich hab gedacht, ich sollte vielleicht ein bisschen was machen. Ist so ein bisschen. Was für die Figur, Mater? Sport, Fahrradfahren, veganes Reiten, das ist super. Und dann hab ich das gemacht. Ich bin 14 Tage lang jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Gut, hatte meine Dauer, bis ich es im Kofferraum gehabt habe, aber ich meine, es. Auf der Waage hat sich nichts bemerkbar gemacht. Da steht nach wie vor Error drauf. Das ist Error, das steht schon seit 2 Jahren, das heißt, ich halte mein Gewicht, darauf kommt ja auch an. Es ist. Ich hab dann gedacht, Elfried, du gehst jetzt zum Doktor und dass der Profi mal drauf guckt. Und dann war ich beim Arzt, bin so in die Praxis rein, guckt er mich an und sagt, Sie sehen gar nicht gut aus. Habe ich gesagt, Doktor, Sie sind auch nicht gerade der Schönste. Und dann sagt er, ja, wie kann ich Ihnen helfen? Habe ich gesagt, Sie müssen mir helfen. Wissen Sie, ich muss ein paar Pfunde verlieren. Ich weiß nicht wie. Ich habe schon alles probiert. Hat er gesagt, Sie müssen aufhören, alles zu probieren. Der hat gesagt, es ist einfach, Sie müssen nur Fett verbrennen. Hat gesagt, super, Herr Doktor, dann schmeiß ich den Grill an. Ich hab das falsch verstanden. Er hat,
Er hat gesagt, ich hätte es falsch verstanden. Er hat gesagt, Sie müssen Kalorien verbrennen. Er hat gesagt, das funktioniert bei mir nicht. Ich habe letzten Samstag 6000 Kalorien verbrannt. Ist mir die Pizza im Ofen verschmort. Nein, ich dachte, ich muss es anders machen. Nicht ich muss was an mir ändern, sondern die anderen müssen den Blick auf mich ändern. Wem der Anblick nicht passt, der soll woanders nachgucken. Wer mit mir nicht klarkommt, der muss noch an sich arbeiten. Das ist doch, ach so, als ob ich jetzt anfangen würde, mich zu ändern, damit ich den Kerle da recht bin. Das taugt, guck mich an, wenn ich mit dir rede. Es ist die ganze Zeit so, mit euch taugt's nix. Weil beim größten Scheiß geht ihr auseinander. Und zum Thema Auseinandergehen, da weiß ich, wovon ich schwätze. Denn es wäre doch so einfach, eine perfekte Beziehung zu führen. Da gibt es ein ganz, ganz einfaches Rezept. Da könnte ich fast ein Lied drüber singen. Mach ich jetzt auch. Herr Kapellmeister! Ich heiße Friede und ich bin bei Gott nicht regeldumm. Putz bei feinen Leuten mir gern mein zarter Buckel krumm. Da staub ich ab, da kenn ich nix, da bin ich fix. Halt die mal Ohren, Tür per Zufall, Mensch, was mal so hört. Was mal bei reichen Leuten gern unterm goldenen Teppich kehrt. Da wird ein Streit gleich zur Tortur und ich sag nur, oh Mädle, Spätzle mit Soße, das muss dein alter Kocher Spätzle. Dann kommt der angekochte Spätzle mit Soße. Und dann ist jeder Streit passé und wählt okay. Hey, 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 Spätzle mit Soße. Da kannst dein Geld verwetten, Spätzle mit Soße. Kann deine Ehe retten, Spätzle mit Soße. Das ist ein liebes Elixier. Komm, probier! All jetzt, Ellen! Spätzle mit Soße, da kannst dein Geld verwetten, Spätzle mit Soße, kann deine Ehe retten, Spätzle mit Soße, dann ist dein Leben wieder schön. Wabel schmeckt! Unsere Putzfrau, Frau Elfriede Schäufele von der Gesellschaft Möbelwagen aus Stuttgart. Besser bekannt auch noch als Fräulein Wommi Wonder. Vielen Dank. Auf dich ein dreifach kräftiges Schäufele. Hello, Möbelwagen. Hello, Stuttgart. Hello. Dankeschön und komm gut raus aus deiner Lockerwickler.